Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS15 hier auf der Karte Belgic Pro Fonte. Ja, mein netter Verkaufsfahrzeughändler hat gesagt, hey, ich habe gesehen, wie du drüben am Rummachen bist mit dem Feld und nur mit einem Traktor aufladen und Ballen pressen. Wie wäre es, wenn ich jemand dieses Spuckestück ausleihe? Natürlich hängt dann ein Haufen Eigennutz dahinter, dann werden wir die Kisten natürlich verkaufen. Wir machen mal eine Probefahrt mit, obwohl er eigentlich unser Budget, glaube ich, sprengen würde. Der kostet, lasst uns mal kurz in den Shop gucken. Das ist echt ein Vieh. Der kostet, zu finden übrigens auf Motoster, schlappe 543.000, hat aber 600 PS. Ich hätte fast gesagt, die Sau, aber das lasse ich mal weg. Ist schon ganz ordentlich, ne? Also beides, Leistung und Preis. Sieht natürlich auch ganz nett aus von den Texturen und so weiter. Es war keine Mod-Vorstellung und ich wollte ihn jetzt auch nicht gleich mit zum Feld nehmen. Das kann ich überhaupt zulassen. Blasmaß kann ich gar nicht lesen. Okay. 5 und 6. Okay. Der hat aber noch IC. Schon sehr geil. Kann ich hier irgendwas umstellen? Hier ist noch was. Linke Maus offene Haube öffnen. Offene Haube, okay. Erhöhen die Leiter öffnen. Ich mach das mal. Achso, jetzt ist die Leiter hochgeklappt, okay. Und machen wir nochmal die Haube auf. Also ist schon eine geile Mod. Vielleicht springe ich da runter, Konto. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, wie die Fahreigenschaften. Nee, jetzt habe ich den falschen. Treppe hoch. Ding zu. Wir schmeißen den an, denn wir haben ein Problem. Der Deutz hat gleich keinen Sprit mehr. Und dann würde ich uns mal kurz mit dem hier rüberfahren. Wir müssten ja. Wie mache ich denn das? Warte mal. Also man merkt die Power, die da zehrt. Boah. Das ist natürlich ein ganz anderes Fahrgefühl jetzt auch wegen den Ketten natürlich. Heftig, heftig. Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Ich glaube, so ein Ding ist auch bei LS17 dabei, ne? So in der Art. Moment, ich muss da mal. Darf ich mal durch? Hallo? Bist du dich dran, ne? Mist. Mal ein Stück vorfahren. Ja, ich weiß, der Manfred hat gesagt, hey Tom, lad dir mal die andere App runter und dann musst du nicht immer. Ja, ich weiß. Was mache ich noch? Sehr merkwürdig. Kriege ich das Ding nicht dran? Der hat doch hier alles. Oder? Muss ich noch irgendwas machen? Nö. Das sollte funktionieren. Vielleicht spackt er jetzt rum wegen dem Anhänger. So, dann machen wir mal Folgendes. Ich werde jetzt mal notgedrungen. Ich hoffe, er geht nicht kaputt dabei. Das Ding mal liefern lassen. So. Bin ich jetzt gerade schon dran vorbeigesprungen oder was? Wo ist er denn jetzt? Hallo? Das ist der Dings. Den, ja genau, den wollte ich, ja. So. Den bitte einmal zurücksetzen. Vielen Dank. Dann haben wir ja Platz. Ich muss mich diesen Anhänger hier auch mitnehmen. Damit wir dann hier den Kraftstoff verladen können. So. Also gehen wir davon aus, dass es einfach zu eng war. Ich weiß überhaupt so eine Kupplung hier. Ja, jetzt wäre natürlich die neue App. Oder die andere App. Gold wert, wo man sieht,
ob man weit genug dran ist und so, und ob man überhaupt ankuppeln kann. Doch, geht. Sieht es ein bisschen spartanisch aus, aber auf jeden Fall haben wir kein Problem, den zu ziehen, denke ich mal. Läuft. Tür machen wir mal zu. Und dann holen wir mal im Kraftstoff. Boah, der dreht echt auf der Stelle. Die Frage ist immer, was macht das mit den Anhängern und so, die du mitnimmst, ne? Sehr geil. Ich fahre jetzt Maximum, ne? 42 km/h. Liegt auch wirklich super auf der Straße. Ob hier auch alles funktioniert. Sieht gut aus. Ob wir da wirklich 500.000 für ausgeben wollen, das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ich weiß nicht. Könnt ihr gerne mal mit in den Kommentar schreiben. So, wieder so ein paar kleine Performance-Probleme. Okay, die Rollen würde ich jetzt hier ins Regal packen. Können wir jetzt einfach mal so vom Anhänger abladen. Abladeseite, warte mal, ich muss mal hier das rausnehmen. Abladeseite wählen. Links, nee, ich hätte es gerne rechts. Rechts. So. Das ist mal richtig gepackt. Und jetzt kann ich es auch abladen. So. Der Anhänger ist einfach Gold wert. Gut. Das können wir dann in Ruhe dann wegpacken. Jetzt brauchen wir erstmal diesen Kraftstoffcontainer. Und ich glaube fast, dass der oben ist. Bin ich der Meinung. Bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe den oben hingepackt. Und ich werde jetzt nochmal draußen in der Ansicht, um einfach uns das Ding hier mal anzuschauen. Nee, ist nicht da. Egal, der bleibt erstmal hier stehen. Und wir gucken mal, wo das Ding rumfliegt. Ich meine, sonst können wir... Ach, hier ist er. Da ist er ja. Okay. Wenn ich jetzt hier zurückfahre und drücke... Nee, das machen wir mit dem Dingens. Das Tolle ist natürlich jetzt hier... Oh Mann, da oben ist die... Palettengabel, die wir da jetzt runterholen müssen, und haben natürlich intelligenterweise die Dinger genau davor abgeladen. Wie es halt manchmal so ist, ne? Ich hab doch hier irgendwo... Boah, hier findest du nix. Mist. Moment. Der läuft aber noch, also der hat noch Kraftstoff drauf. Ich meine, vielleicht reicht's ja sogar... Ich glaube fast, das passt noch. Hier ist auch noch alles am Laufen, okay. Aber jetzt machen wir es trotzdem mal. Dann verladen wir es mal eben. Dann habe ich ja schnell genau vor meiner Nase. Oh Mann. Wir brauchen ja gar nicht die Palettengabel, sondern können das Ding ja direkt ankoppeln. So. Stehen so raus. So.
Jetzt habe ich ihn. Ich meine, gut, ich könnte auch mit der Kiste hier rüberfahren, ne? Flux, das würde auch gehen. Dann haben wir da auch keine Probleme. Mache ich das hier nochmal voll. Bin wieder zu weit in Reichweite. Oder sind die Fässer einfach noch voll? Ich weiß es nicht. Moment, müssen wir vielleicht das noch aufklappen? Das kann auch sein. Rohr ausfahren. So. Tanken. Ich bin dass ich das immer vergesse. Also beim letzten Mal hatte ich ja auch schon die Probleme. Achso, da stand gerade Box auffüllen. Habt ihr das gesehen? So, mal ein Stück zurück. Da jetzt. Okay. Jetzt geht's, YouTube. Jetzt haben wir das dritte Fass dran. Klappe ich immer wieder zu. Fahren den wieder rein. Okay. Jetzt können wir auch den Dolz um den Kraftstoff bringen. Könnten wir auch direkt dann. Ach komm. Wieso soll man es nicht mit dem rüberfahren? Der steht ja eh nur rum. Und es ist ja wirklich nicht weit, ne? Die Blinker mal an, oder? Ja. Ich mal Allrad rein, soll ich hier noch irgendwie aus der Matschkurve fliegen? Und dem jetzt können wir ruhig ein bisschen höher fahren, das wiegt ja nichts, das Zeug, ne? Und jetzt mit Vollgas in die Richtung. Aber vielleicht hätte es ja sogar noch gereicht. Bis nach Hause. Ich weiß nicht, wie früh er das anzeigt. Aber es ist ja schon gut, dass er wirklich auch dann einen noch warnt und sagt, hey, jetzt solltest du langsam mal losfahren. Und jetzt ist die Zeit schon wieder fast rum. Ich werde verrückt. Ja, das ist mal so, wenn ich so einen tollen neuen Traktor sehe, dann finde ich es auch spannend, was ihr dazu sagt einfach. Und vielleicht machen wir es in Zukunft sogar mal so, jetzt nicht unbedingt bei dem, aber dass ich dann einfach so kleine Abschwingungen mache, ne? Das Ding so eine Woche Zeit geben oder so und dann mal gucken, wollen wir das die Mod haben oder nicht? Kann man das so machen, hier einfach über das Feld brettern mit dem Teil? Der Notfall. Boah, aber jetzt merkt man, wie riesig das ist, ne? Ne, er fährt noch. Und ich bin mal gespannt. Ich klappe es jetzt schon mal auf. Ob der jetzt automatisch auftankt. Das klappt super. Also ich habe jetzt nichts gemacht, nichts gedrückt, sondern Kursplay nimmt sich jetzt alleine den Kraftstoff. Gut, und das war's schon. Kommt der jetzt hier wieder runter. Schon cool. Was da so alles gibt. So, den fahre ich jetzt mal kurz zur Seite hier. Den holen wir dann später nach Hause.
Den klaut ja hier keiner. Denn wir sind eigentlich schon wieder durch, aber ich würde es ganz gerne nochmal das Ding hier testen wollen. Das heißt, ich lasse jetzt einfach mal den Anhänger, den buxieren wir mal hier irgendwie rein. Boah, wie der anspringt. Aber ist das so viel Kohle wert? Ich weiß es nicht. Mal mit dem können wir echt einiges anstellen. Sicherlich. Die Frage ist halt auch nur, wie steht ihr zu diesen Ketten? Ja, ich meine, es ist halt mal was ganz Neues. So, ich glaube, den können wir so stehen lassen, aber ich muss ihn trotzdem nochmal per Hand abkuppeln. Okay. So, und ich würde in der Folge ganz gerne nochmal testen, zum Beispiel auf dem Feld. Bringt uns das was oder haben wir damit jetzt keinen Gewinn? Blinker auch sehr schön gemacht, animiert. Ich glaube, der ist auch schneller jetzt, oder? Und jetzt kommt er nur so vor. Also 42 ist Max. Ist der nur gemietet? Der Schaden war vorher schon, oder? Der Hinter guckt ja nicht meine Videos. Da muss ich glatt husten. Moment. Ja, so viel Schlechtigkeit beschafft der Klinge kurz sofort. Also. Mal aus dem Weg hier. Also ein bisschen mutiger mit dem Teil hier irgendwie, weil man denkt mir so, auch mit dem Ketten hier, ne, da kommt es ja schon überall durch. Und mal gucken, wie der ist natürlich schon sehr wendig. Na, guck dir das Vieh mal an, ey, das ist doch echt fett. Ja. Ne, ich bin zu weit weg, ne? Also vielmehr daneben. Ich bin ja so gespannt auf eure Meinung zum Teil. Okay. Zack. Zack. Ja? Die Schläuche gehen nicht dran, oder was? Warum nicht? Geht nicht. Die Schläuche nicht dran. Das zeigt er mir so gar nicht an bei dem Traktor hier, ne? Aber nur ankuppeln und Dings, aber naja. Bin mal gespannt, wahrscheinlich wird das Licht und so jetzt nicht gehen, ne? Doch. Nee, Blinker gehen nicht. Komischerweise. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, wo man das nicht ankuppeln kann. Wahrscheinlich unterstützt das der Traktor hier einfach nicht. Mein Schön ist gerade bei den Schwad hier, du kannst natürlich perfekt hier rumdeichseln. Ne? Frage ist natürlich, macht das dann, naja gut, klar, in gewissem Maße, weil du kannst ja nicht so weit rumziehen. Das macht dir dann einfach die Presse auch nicht mehr mit. Das Licht doch mal aus. Frisst eine Performance. Ich glaube erstmal nicht, aber. Pff. Ich gehe gerne auf eure Wünsche ein. Von daher, wie gesagt, schreibt es einfach mal drunter. Das Spiegel hier hinten ist auch nicht schlecht. Einfach, wenn die Bremse immer noch angezeigt wird, oder? Das ist definitiv raus. Ja, und wir sind hier, ich kann nochmal die HUD einblenden.
13 km/h jetzt hier unterwegs. Ich meine, interessant wäre es natürlich auch, wie das dann ist, wenn du bergauf fährst. Hier ist gerade nicht drauf geachtet. Aber wie gesagt, bei der Power dürfte man eigentlich überhaupt keine Probleme haben. Bin gespannt, ob wir das Feld noch schaffen. Mit einer Rolle. Ohne jetzt die Folie auffüllen zu müssen. Das ist doch nicht die Folie, das ist ja dann irgendwie dieses Band, ne, was dann den Ballen zusammenhält. Ich drehe jetzt mal so, damit wir auch noch mal gucken, wie er jetzt sich bergauf verhält. Aber auch da zieht der natürlich jetzt hier ganz locker seine Bahn. Ups, ich habe meinen Traktor ausgemacht. So, dann Treppe runter. Tür auf. Gut, der Deutz drüben ist auch fertig. Das heißt, dann fangen wir das in der nächsten Folge an zu düngen. Und die, der Mais wird da gelegt und... Oder gesetzt. Gesetz gesät, ich weiß es nicht. Und dann... Wie geht's weiter? Das war jetzt auch die große Frage. Also Ziel ist es jetzt schon, die BGA zu erreichen. Und ich würde auch ganz gerne bald die ersten Kühe einziehen lassen. Da müssen wir natürlich dann vorbereiten. Das heißt, wir brauchen noch Mähwerk und so weiter. Tja, und die müssen uns echt mal Gedanken machen. Aber es ist die Frage, ob das jetzt Sinn macht, dass wir jetzt hier über 500.000 auf den Kopf hauen. Klar, hat der brachiale Leistung. Aber eigentlich würde uns ja dann auch... der hier erstmal reichen, wenn immer noch 200.000 Euro weniger. Ne? Das ist ja schon mal was. Deutsch auch nicht verkehrt. Okay, YouTube, dann vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut.